Können wir auch reingehen ins Game? Ich liebe mit dem Risiko, gespoilert zu werden, weil du verlasse dann den Raum. Entscheidest du selber. Das lasse ich selber. Ich muss mal kurz testen. Ein bisschen leise für mich, Moment. Vielleicht wieder ein bisschen. Ja, ich habe immer Angst, wenn das zu laut ist, dass das Mikro das mit aufnimmt. Ich bin nicht so der. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen Kopfhörer getragen, aber ich muss sagen, ich zock lieber ohne Kopfhörer. Also ich finde es eigentlich angenehmer ohne. Über Boxen finde ich es besser. Muss man mal irgendwann vielleicht noch mal geilere Boxen kaufen. So, dann wollen wir weitermachen. Weiter geht's. Wir haben grob gesehen, ja, letztes Mal, gestern, für mich, uns ist es jetzt hier gestern, aber letztes Mal den Geron abgeschlossen, zumindest storytechnisch. Nebenquestmäßig wird es da wahrscheinlich noch einiges geben. Und ich habe mir jetzt gerade erstmal noch gedacht, eigentlich wollte ich erst die Soras angehen, deshalb haben wir letztes Mal ja noch die Schreine geholt vor den Sachen. Es ist halt sinnvoll, eigentlich diese ganzen Völker zu machen. Aber ich habe irgendwie zwischendurch gemerkt, ich will noch was anderes machen. Nämlich die ganzen Ställe erstmal holen. Hier ist auch ein Stall, den ich noch nicht mal eingetragen habe. Weil bei den Ställen kann man auch noch Bilder und sowas finden. Oder ich weiß es, in irgendeinem Stall gibt es ein Bild, was mit diesen Kirschblütenbäumen zu tun hat. Aber ich suche den gerade. Und das machen wir jetzt mal hier. Aber bevor wir das machen, gehen wir einmal noch wieder zu unserem Färbetyp. Und ihr entscheidet wieder, welchen Gleiterskin wir tragen. Wir holen uns aber gleichzeitig auch noch einen neuen Skin. Das habe ich nämlich gesehen. Ich habe ja gestern, irgendwann. Ich weiß nicht, welchen Stream das wird. Zwar vorletzten Stream oder letzten Stream. Habe ich ein Foto von einem Schleim gemacht und habe dann eben nochmal nachgeguckt, wofür eigentlich dieser Schleim war. Der Schleim ist für den Typen bei der Färberei. Und ja, der will daraus einen neuen Gleiterskin machen. Deshalb werden wir den mal eben anfertigen. Jupp, hier, kannst du haben. Oh, das hat nah geladen. Ich wollte gerade sagen, es sieht so leer aus, die Wand. Bei der Wand. Ja, brauche ich jetzt auch nicht durchlesen. Mhm. Der Schleimstoff. So, haben wir noch einen neuen. Aber ich denke mal, was ist denn? Hier sind ein paar Motive, die ich gerne als Vorlage nutzen würde. Wenn du Material findest, das als Referenz dafür dienen könnte, zeig es mir doch bitte. Wenn mir die Herrscher mit deiner Hilfe gelingt, bekommst du als Dankeschön natürlich den Stoff geschenkt. Ja, wie wäre es, wenn ich das mal richtig nachgucken kann? Das heißt, ich muss immer... Hier, guck mal, ich hätte noch so mehr Sachen geben können. Pferdestoff, Hühner, also Pferde fotografieren, Huhn fotografieren, Elden, irgendwie alle Tiere kann das sein. Griok. Jemand hat das im Chat mal geschrieben. Im Deutschen haben sie wirklich den Namen geändert. Ich weiß nicht, ob die im allerersten Zelda-Teil das auch anders war. Aber ich glaube, da stand ja nichts im Spiel. Die heißt wirklich im Deutschen Griok. Ich nenne die immer Griok, weil das der englische Name ist und bin der Meinung, auch der Name, den allerersten Zelda-Teil, dass der überwiegend überall so hieß, aber ich bleib bei Griok, finde ich besser. Aber ja, im Deutschen haben sie auf den Namen Griok geändert. Ivarocks heißen ja auch im Englischen Stone Talus, ne, und nicht Ivarok. Okay, sind viele Gegner, die man dazu packen kann. Ich mache mal kurz die Belohnung an. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr könnt wieder entscheiden, welchen Gleiter wir nehmen für diesen Stream oder vielleicht zwischendurch auch mal nach 2 Stunden wechsle ich mal gucken. Ist jetzt an. Ich zeige euch, welche Skins wir haben und ihr könnt gerne auswählen. Ihr könnt mal wieder auswählen. Natürlich ist der Max wieder am schnellsten, weil er immer darauf geiert, wie blöde. Sonst muss ich das mal irgendwann anders machen. Muss ich das irgendwann mal anders machen? Frecher Max. Was willst du denn haben, Max? Hau raus. Welchen Skill willst du diesmal haben? Du willst natürlich gleich den Schleim. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass du den nehmen willst? Timeout für Max, das geht eh nicht. Auch dann könnt ihr das, glaube ich, machen. Edel, jetzt gibt's keine. Bist du gehypt auf TOTK-Sätze mehr? Das stimmt, die gibt's nicht mehr. Massi, moin. Okay, hätten wir das eben geregelt, dann machen wir erstmal die Ställe fertig. Wir holen uns alle Ställe. Und mal schauen, wie das aussieht, die Augen. Okay, das ist schon ein bisschen witzig. Und auch für alle, die das später. Nicht hier schauen auf Twitch, sondern hier auf YouTube. Na, will ich ja mal zeigen, das T-Shirt, weil das schön ist. Greenscreen-Effekt ist nicht an, ne? Okay, weil manchmal brauche ich den für meine Bilder. Das wisst ihr ja gar nicht.
Das hier ist jetzt auch ungefähr schon, wenn man das auf YouTube guckt, Folge 56. Ich frage mich, wie viele Folgen wir am Ende bei diesem Spiel haben werden. Wenn ich alles mache, 150, 200 Folgen bei 30 bis 40 Minuten Folgen. Wobei die ersten 7 Folgen gingen eine Stunde oder über eine Stunde. Natürlich ist das ein bisschen mehr geworden. Wird es dann dadurch auch ein bisschen weniger als vielleicht bei den allen anderen Leuten, die das als Let's Play-Folgen schneiden und hochladen. So wie bei L3 und Nintendo. Ich habe auch gestern gesagt, dass ich keine Videos angucke zu Tears of the Kingdom. Stimmt nicht so ganz. Ich gucke ja das Let's Play von Nintendo und von L3. Gucke ich ja mir so. Die beiden gucke ich mir an. Ich meine aber eher Videos, die, sagen wir mal, abgesehen von Let's Plays. Höchstens bei Ryuka habe ich mal Fails gesehen. Das war's. Aber nicht, sonst gucke ich mir echt nicht wirklich viel von anderen an. Bist du gehypt auf den nächsten Teil? Ja, klar. 2030. Oh Mann. Dann bin ich ja schon, wenn der nächste Teil rauskommt, bin ich 40. Ich hoffe, ich kann mein ganzes Leben lang irgendwie Zelda-Spiele. Gibt's immer neue Zelda-Spiele. Dann werde ich mit 60, 70 hier noch sitzen und Guides für euch machen. Ja. Ja, ja. Aber das ist ein anderer. Elle dann so. Boomer-Guides. Okay, dann hätten wir den Stall schon mal. Was ist denn hier unten zu sehen? Ist das sogar hier? Nee, hier ist ein Bild. Ah, genau. Das ist so ein Tier. Was irgendwelche, welche sagen das nämlich? Genau, ich habe eben gerade nochmal, ich habe geguckt, ob ich dieses Bild finde, weil ich wusste davon. Wenn wir das bei einem Stall sehen, wisst, werde ich zeigen, was ich meine. Dann habe ich das hier angequatscht und man kann, für jeden Stall muss man ein Foto machen, welches die dann hier hinhängen. Das ist eine Nebenquest. Ich werde das mal eben kurz schnell wegdrücken, weil ich habe mir das eben durchgelesen, aber ich speichere dann nie, dass ich das einmal für euch auch zeigen kann. Racing TV, Boomer TV? Nein. So, das Bild im Stall der Tabanta-Brücke. Das gilt für jeden Stall. Jeder Stall hat so ein Fotoding. Das kann man eigentlich zusammen alles in einem Video dann später packen. Für Leute, die die Hilfe da brauchen. So, hier unten bei der Fee müsste auch ein Stall sein. Da gehen wir auch da als nächstes hin. Bist du gehypt auf das DLC der DLCs? Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein DLC geben wird. Ich habe noch nichts gehört von einem Hero-Mode, Master-Mode oder New Game Plus. Das hat noch keiner irgendwo hingeschrieben, also wird es wahrscheinlich keinen geben. Denke ich mal. Und das packen sie dann wieder in den DLC rein. Was ich komisch finde, dass man einen Schwierigkeitsgrad in den DLC packt. Vielleicht wollen sie aber auch, dass jeder das Spiel erstmal in den normalen Modus spielt. Aber dass man dann... Oder nee, man könnte den schweren Modus ja auch einfach in einen Patch reinpacken. Muss man ja gar nicht in einen DLC reinpacken. Aber ein DLC wird wahrscheinlich kommen. Vielleicht geht es dann mal um eine... Wobei... Da muss ich nochmal drüber reden. Wir haben gestern darüber geredet, dass der DLC vielleicht erzählt, was mit den Schreinen, Türmen und Titanen passiert ist. Da hat, ich habe gestern mit Crispy mal geredet. Sie meinte, diese Titanen etc. gab es einfach nie, weil Zelda ist doch in dem Spiel in die Vergangenheit gereist. Sie hat die Zukunft ja verändert oder unsere Gegenwart. Die Titanen sind ja nie geschehen in diesem Spiel hier. Ist eigentlich recht logisch. Wenn man da so drüber nachdenkt. Sie gab es einfach nie. Dadurch, dass sie eine Vergangenheit ist, hat sie die Zukunft verändert. Hast du das Guidebook, ist das Guidebook vorbestellt? Nee, noch nicht. Hat man in Theoretika eigentlich Platz für die Rüstung? Weiß ich nicht. Aber sie hat ja trotzdem dadurch, dass sie eine Vergangenheit ist, die Zukunft verändert. Von daher könnte schon stimmen. Ja, was heißt zu früh für die DLC-Ankündigung? Welche kündigen DLC an, bevor das Spiel draußen ist? Aber grob gesehen müssten sie es jetzt noch nicht ankündigen, aber ich hätte gern einen. So, machen wir natürlich auch den Schrein hier. Verstehe ich nicht die Theorie. Da ich halt nie gehört habe, dass im Spiel nie erklärt wurde, wäre das halt so... Bislang die logischste Schlussfolgerung. Aber gut, ich weiß, man darf nicht mit Logik gehen. Das ist am Ende immer noch ein Videospiel und kein Dingens. Aber ich denke mal, sie machen sich da schon Gedanken darüber, wie sie was bauen. Oder einbauen in das Spiel. Gute Führung. Ich glaube... Okay. Wieder diese Dinge. Endlich kommen diese Dinge mal wieder vor. Da kann man... Ich wollte gerade sagen, da kannst du, wenn du willst, die Dingens nutzen. Okay, das ist ein großer Raum. Der sieht sehr interessant aus. Aquako, moin.
Dann könnt ihr natürlich auch so machen. Ja, oder weit unten hinsetzen. Hier so. Wie weit geht das denn runter? Zu weit, ne? Schade. Wenn man schnell ist, könnte man das da an die Wand setzen. Und dann Deckensprung nutzen. Ich kann es mal aus Spaß so machen. Okay, geht nicht, falls sich's bewegt. Tschüss. Irgendwie habe ich mich da reingeglitscht. Ich häng fest. Hilfe. Hilfe. Okay, nochmal noch. Ich sag mal so. Das war's nicht. Das war nicht, wie man es machen sollte. Das war auch meine Theorie, aber habe gestern mit Mira geredet und sie hat die Gegenwart nicht gerne. Dann hätte die Zelda, die in der Vergangenheit ist, im BOTW angegriffen. Hat sie aber nicht, sondern... zur BOTW 2 existieren zwei Zelda. Einmal im Schloss und alte Garden Schauen, einmal als Drache. Okay. Ja, gut, es ist halt eh nur Theorie, aber... Naja. Mal gucken, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwas von den Entwicklern, dass sie was zeigen. New Glitch. Ja, aber der Glitch bringt ja nichts. Ich dachte, du willst ja deinen ersten Playthrough nicht glitchen. Was war das denn gerade? Hm? Was hast du da gerade gemacht? Aber das Spiel verrät schon ein bisschen, wie es gehen soll, sehe ich gerade. Du sollst die Plattform seitlich reinpacken. Cheater! Cancel AMD. Ich nutze Glitches, die nichts bringen. Ja gut, wir könnten das daran befestigen, wie wir wollen, und dann rüberspringen. Man kann es das auch weiter unten machen, ne? Das ist eigentlich Jacke wie Hose hier. Okay, das war wahrscheinlich das Erste. Wobei ich glaube, da geht's hoch und da ist eine Truhe drauf. Ja, okay, da muss ich noch höher. Aber dadurch, dass ich von unten, glaube ich, die Plattform nicht weit hoch einsetzen kann. Ja, man muss sie weit oben einsetzen, dann passt das schon. Starte das Spiel neu, dann kannst du sagen, du hast nicht mit Glitches gespielt. Jetzt warten. So, jetzt rein, genau. Wie, ist ja egal. Und hochfahren lassen. So, rüber. Perfekt. Boah, gestern habe ich noch reingehasselt. Hab noch irgendwie 5, 6, 7 Schreine hochgeladen. Egal, ob sie die brauchen oder nicht, die Leute. Irgendwann werden sie wichtig werden. Das sage ich euch. Ich bin, glaube ich, derjenige, der mehr sich auf Schreine konzentriert und die erst macht als alle anderen. Alle anderen machen irgendwie was anderes. Aber gut, ich kann auch nur das machen, was ich bislang gesehen habe, ne? Die Kugel muss da runter. Das erinnert mich gerade sehr an den Einschreien aus BOTW. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Geht das? Ja, okay, zu früh. Aber das mag ich schon wieder richtig gerne. Ich hoffe, die Dinger werden noch öfter benutzt. Jamie, moin. Oh, ernsthaft? Ja, höher. Und wahrscheinlich muss dann einer da unter. Es ist wirklich ähnlich wie in den Schreien BOTW, doch. Ja, nur wenn das Ding die ganze Zeit wegdreht, geht's nicht. Ja, toll, jetzt hat er es daran befestigt. Ich bin begeistert. Oh man, das sollte eigentlich nicht passieren. Hallo? Ja, das Ding jetzt wieder zu grabben, das wird was. Aber das sieht für mich auch irgendwie nicht richtig aus, weil das viel zu komisch ist, um das zu kriegen. Ach so, von hier aus ist es, glaube ich, einfacher, ne? So. Aber andersrum mal. Ich weiß es gerade nicht genau. Kann man das Ding nicht irgendwie festmachen? Und vorne rein? Nee, ne? Ja, ich muss das jetzt irgendwie schnell machen. So. Läuft, ja, okay, der fällt jetzt dagegen. Geht das denn? Ja. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Natürlich schade. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dadurch, dass da hinten was dreht, muss ich da den Flock da reinpacken. Der drückt den nach oben, ne? Ja. Gut, das hier war eigentlich das Schwerste vom Timing. Vielleicht hätte man das angenehmer gestalten können, dass das irgendwie stehen bleibt.
Gut. Schöner Schrein, hat mir wieder gefallen. Aber alle Truhen, los, weiter geht's. Besko, moin. Shiga, auch moin. Und Server, auch moin. Moin auf jeden Fall an alle, die jetzt gerade rein dazugestoßen sind. Alle stellen PC auf die Plattform, dann kannst du den Hof fahren. Ah, witzig. Hab schon alle Dungeons. Wie weit bist du? Ich habe 60 Schreine und 2 Dungeons gemacht. Aber die Dungeons sind jetzt bei mir auch gerade nicht die Priorität. Ich finde es traurig, dass das Game noch immer noch keine PC-Unterstützung hat. Nintendo-Spiele sind nie auf dem PC. Man muss immer die Nintendo-Konsole dafür kaufen. Das war schon immer so. Alles, was auf dem PC läuft, ist illegal. Also über Umwege. Gewöhnlich dran, das ist der klassische Bruce. Ja, diese Wortwitze schon. So, was haben wir denn hier für einen Schrein? Aha, da haben wir das Bild doch. Deshalb habe ich es noch nicht gesehen. Ich wusste davon nur. Aha. Wollte ich auch noch sagen, da ich ja immer nur weiterspiele, wenn ich streame, will ich das immer trotzdem erwähnt haben, dass es immer sein kann, dass ich privat trotzdem schon mal Rüstung hole, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe. Ich will es trotzdem nochmal erwähnt haben. Oh, und hier ist auch einer der nächsten Musiker. Okay, auch gut zu wissen. Stimmt, hier ist eine Fee, ne? Das hat man ja schon auf der Karte gesehen. Da, wo die Feen sind, sind auch die Musiker. Dann heißt es ja, hier hinten ist auch noch, muss ja auch noch ein Stall sein, wo ich nicht war. Hier. Warum bin ich da nicht zum Stall gegangen? Ich wollte ihn nur aufdecken, aber es bringt gar nichts, weil wir haben den Schrein schon. Nee, privat hole ich gerne auch mal die Rüstung, weil die sind halt wichtig, wegen Geiz. Und da kann ich auch nicht immer warten. Da kann ich nicht immer abwarten, bis ich dann streame. Ist das Einzige, was ich mache. Aber meistens mache ich das so, dass ich das dann... Also ich mache das dann für mich, beziehungsweise fürs Video. Lösche das dann aber, beziehungsweise speichere das nicht und zeige euch das im Stream nochmal. So, dass es für die Leute, die halt hier gucken oder später auf YouTube schauen, dass sie das auch noch mitkriegen. Und hier haben wir die nächsten, ja, sage ich ja. Da, wo die Feen sind, sind auch die Musiker. Und sogar der. Alles klar. Wir gehen aber weiter erstmal die Stelle an, die mir noch fehlen. Zumindest die, wo ich weiß, wo die sind. Wenn sie noch an denselben Spots sind wie früher. Da unten müsste auch noch einer sein. So. Woher hast du die Lieder in der Hand? Die habe ich aus dem Untergrund. Hab dazu auch ein Video gemacht. Wenn du willst, kannst du es gerne nachgucken. Da zeige ich alles. Wer 2023 noch keine Switch hat, ist kein Gamer. Na gut, ich finde, die Switch ist wirklich die Konsole, die man immer, die alle im Haus haben sollte. Eine Switch und ein Handy zum Beispiel. Also was hat man im Haus denn genau? Du brauchst immer eine Switch, Handy und entweder ein PC oder eine PlayStation 5. Oder eine Xbox. Je nachdem. Da unten war eigentlich, da war mal ein Stall. Aber das ist zumindest immer noch ein Schrein. Dann können wir das ja machen. Dankeschön, Besko. Ich habe auch schon bei der TOTK jetzt. Also Stand jetzt gerade müsste ich über 40 Guides gemacht haben zu dem Spiel. Sehr viele Schrein-Guides sind dabei. Davon gibt es halt auch viele. Ja, das geht mittlerweile. Das wurde mir jetzt auch geschrieben. Das ging früher nicht. Früher konntest du nicht auf diesen Drachen hier landen. Gut. Ey, cool. Das ist ja angenehm. Die fliegt ja dann gar nicht mehr weg. Gleich mal merken. Okay, aufgeschrieben. So macht man einen Guide. Alles klar. Weiß Edel wieder Bescheid. So. Ist Kashiwa in dem Spiel? Gesehen habe ich ihn nicht. Lediglich für ein Game sich eine ganze Konsole zu holen, würde ich nie machen. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also... Nintendo bietet so viele Spiele, dann nur für Zelda, weiß ich nicht. Es gibt so viele Games für die Nintendo-Konsole. Gute Spiele. Mario-Games. Ganz Mario-Games. Es gibt mehrere Zelda-Games als eins. Wie viele Schreine ich habe? 59. Also hier kannst du mal sehen. Natürlich geht dann genau die Sache weg. Ups. Verstecktes Eisen. Sollen wir mal kurz den Chat noch überfliegen? Sammeliges Gamewitch? Gamewicht?
Was? Vielleicht bin ich zu dumm, das zu lesen. Obwohl das eigentlich gammelig, denke ich mal. Ich habe. Das ist kein Titan, das ist ein Tempel. Titan gibt's nicht mehr. Ein Freund von mir hat eine Switch nur für Pokémon geholt. Ja, das ist, kann sein. Achso, der Bot ist wieder aus. Ich heiße überall. Überall könnt ihr mich finden. Wie auf Twitch hier. Na gut, auf Twitch heiße ich AthanTV. Und auf allen, also man kann mich eigentlich überall mit Athan finden. Mit den Athan. So wie hier geschrieben, nur ohne TV. Ich mach mal kurz den Bot an, ja. Paul Power, moin. Zehn Minuten weg, weiß ich nicht, wie was Ray Nevis gemacht hat. So, ich mach mal kurz, immer kurz reingeguckt. Oh, cool, Elektroschein. Chat ist wieder ausgeblendet für alle neuen Leute. Ich habe den Chat jetzt, also sehe den Chat gerade nicht, weil ich keine Hilfe will. Ich will die Schreine selber machen. Ich werde zwischendurch vielleicht mal in den Chat reingucken, falls der Schrein lange dauert. Keine Sorge. Und danach überfliege ich ihn meistens dann wieder. Ich versuche ja schon immer alles von euch zu lesen. Okay, das ist wieder hier so ein bisschen Tutorial. Tutorial. Okay. Warte, wenn der hin und her springt und dann so machen, klappt das? Jo, das funktioniert. Das funktioniert. Hey, warum geht die eine Plattform nicht raus? Ach, soll sie gar nicht, da ist ja noch eine, die nicht rausgeht. Dann einfach jetzt Decken. Deckenjump machen, ne? Aber warum hier machen? Ach so. Ach, so läuft das ab. So läuft der Käse. Ich wundere mich gerade, warum das so gebaut wurde. Okay, die Truhe haben wir aber noch nicht. Zeig es auch gerne mal für Leute, da es nicht jeder weiß, vor allem hat nicht jeder BOTW gespielt. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr alle Truhen in einem Schrein habt, naja, guckt auf den Namen hier. Neben dem Namen steht da, ist ein Truhensymbol. Da könnt ihr das sehen. Wird auch irgendwann nochmal ein Tipps- und Tricks-Video kommen, wo ich das sicherlich einbauen werde. Okay, das erinnert mich jetzt wieder an den Schrein aus dem DLC. Die kann man da so ranhängen. Aber das bringt mir nicht viel. Und da ist Ende. Wo ist denn dann bitte der Schrein? Ah, die Truhe ist bestimmt da oben. Aber wie kommt man da am besten hoch? Das war bestimmt nicht so gedacht jetzt. Aber wie wir schon wissen, ist es nie so ge... Ach, ich hätte Umkehr machen können einfach, ne? Ja, stimmt. Ich hätte einfach auf dem Rad Umkehr machen können und dann von da unten aus. Hab's kompliziert gelöst. Aber ich hab's gelöst. Das ist die Hauptsache. Ich hab's am Ende gelöst. Nur wie soll das hier gehen? Kann ich irgendwas von unten mitnehmen vielleicht? Ach so, ist das wieder... Ah. Vielleicht ist das so gedacht. Ich weiß nicht, ob das... Das war in einem Schrein von früher auch mal. Wenn das geht. Brauche ich die Truhe dafür? Nee, doch nicht. Ich habe gerade begriffen, dass ich die Truhe als Leiter nutzen muss. Hm. Oder mich nur gerade wie... Habe ich alle Truhen? Ja, ist hier noch irgendwas? Was ist, wenn ich da unten nach unten fahre, eigentlich? Fall ich einfach nur runter? Jo. Ja. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie weit ich das da hinkriegen soll. Oder kann man das in die Mitte kriegen und dann... Stasis? Ja, Stasis, Synthet. Zeitumkehr. Kann man überhaupt so weit? Nee, der kriegt keinen Strom darüber. Aber so oben rüber legen? Nee, bringt auch nichts. Kommt zwar nicht daran, ne? Hä? Ich könnte eine Waffe hinlegen und als Strom als Leiter nutzen. Aber ich versuche ja immer gerne alles so zu machen, was der Schrein mir vorgibt, ohne mir irgendwas mit anderen Sachen zu helfen. Nee, aber hier kann ich nichts mitnehmen. Ich dachte jetzt gerade, vielleicht ist es auch möglich, irgendwas mitzunehmen. Aber geht nicht, die Sachen sind alle fest. Ich komme da auch gar nicht ganz hin. Noch irgendwas, was ich gerade vergesse, zu nutzen?
Ist hier noch was anderes, wo ich hin kann? Ah. Soll ich aber einmal in den Chat gucken? Unten im Südosten, Olympia ist die. So, okay. Oder kann man irgendwas mit den Dingern machen? Kann man die hier? Kann man da... Okay, rausnehmen kannst du nicht. Du kannst natürlich das Ding selber bewegen, wenn du willst. Ich wundere mich nur gerade, wie man da rankommen soll. Was ist, wenn man es dreht? Oh, er gibt keine, keinen Unterschied, ne? Und die Dinger drehen sich halt. Das ist auch gerade noch nicht. Ja, das kommt halt nicht an, egal was ich mache. Es kommt, auch wenn ich so weit wie möglich ziehe, kommt es nicht an. Kann man das Ding irgendwie bewegen sonst? Es kommt da nicht an. Ich brauche ja dann irgendwie noch was zur Überbrückung. Aber was genau? Was soll ich das überbrücken? Ah! Die Dinger kann ich doch benutzen. Das nicht, aber das Ding kann ich benutzen. Geht das einfach so? So, das ist ein Metallstück. Das sah aus für mich wie Steine oder so. Na gut, okay. Das war's. erstmal aber finden, dass du das Ding rausziehen darfst. Das ist wichtig. Benji! Benji, dankeschön. Dankeschön für nur die Sub. Hallo überall, ich bin Bruce. Zugenädelt. Moin. Die Säule sieht aus wie ein Knopf, oder? Das war es auf jeden Fall nicht. Es war diese Stange. Wirst du Glitches verwenden? Nein. Werde ich nicht. Obwohl ich aus Versehen gerade in eine Säule reingeglitscht bin. Aber das hat mir 0,0 gebracht. Sogar es hat mir eher minusmäßig was gebracht, weil ich musste das Spiel neu laden. Ging in den Minusbereich. Was für leise für mich hier. So, wenn ihr irgendwann mal das Spiel doppelt hören solltet, weil ich das über die Boxen laufen lasse, sagt bitte Bescheid. Ich glaube aber eigentlich, dass ich das immer richtig einstelle von Lautstärke. Du hast schon Glitches verwendet. Ich bin in eine Säule reingeglitscht, ja. Aber was hat mir das gebracht? Aus Versehen halt. Warum würde Zelda... Vielleicht soll ich die Quests mal annehmen, die hierbei sind, immer. Wenn ich schon mal daran vorbeigehe. Auch vorhin bei dem Einstall habe ich die Quests auch nicht angenommen. Nein, ich habe das ja schon oft gesagt. Ich will das Thema auch nicht wirklich immer wieder viel erwähnen, aber ich selber halt nicht so viel von Glitches. Und werde sie deshalb auch zumindest beim ersten Playthrough nicht nutzen. Ob ich sie jemals noch danach nutzen werde, vielleicht zum Zeigen mal, wenn überhaupt. Aber eigentlich mache ich damit sehr wenig. Auch meinen letzten BOTW Master Mode Playthrough habe ich keine Glitches genutzt. Oh, hier gibt es ja viele Pfeile, aber das ist nicht immer so. Außer einen, um Pfeile zu farmen. Das habe ich gemacht. Bei BOTW zumindest. Aber hier beim ersten Playthrough werden wir alles so machen wie gedacht. Ja, hier haben wir übrigens ganz schön viele Pfeile. Davon haben wir wahrscheinlich noch ein paar mehr, wenn ich mal eine bessere Waffe hätte, das wegzuhauen. Was wird denn? Reden wir da mal. Reden wir mal hiermit. Er hat einen Brunnen gesehen. Okay. Ah, wenn das nicht mein Kollege ist. Ich hätte angenommen, dass dieser Stall verlassen ist und nicht mehr besucht wird. Doch da habe ich wohl falsch gelegen. Jemand wie du weiß genau, wann die Temperaturen für einen Aufenthalt hier am erträglichsten sind. Meine kleinen Vögelchen zwitscherten mir etwas. Ha, getweetet. Und zwar, dass die Nutzung dieses Brunnens auf Befehl von Prinzessin Zelda verboten wurde. Aha. Der Brunnen wird allerdings dringend gebraucht, sowohl von den Arbeitern als auch von den Reisenden und ihren Pferden. Nicht nur wegen des Wassers, sondern auch wegen der vielen Pilze, die dort wachsen. Übrigens mal kurz was gucken. Ich habe immer Angst, dass ich den falschen Account die ganze Zeit nutze. Warum also wurde er versiegelt? Der Besitzer des Stalls scheint nicht zu wissen. Und ich kann nicht selbst im Brunnen nachsehen, da meine Flügel im Weg sind.
Irgendwie müssen wir der Sache aber auf den Grund gehen. Auf den Grund gehen. Mann. Okay, haben wir noch irgendwelche Waffen? Ich habe leider keine Waffen, mit denen man gut Sachen kaputt hauen kann. Wir haben leider überhaupt keine Steine hier oder so, ne? Ja gut, ich könnte die Truhen wegziehen. Das ja, aber darum geht's mir gar nicht. Ich will die Truhen eh kaputt machen. Das geht so besser. Hier haben wir einen. Wir sollten uns mehr auf den Stream konzentrieren. Was? Ist eigentlich Nevis der einzige Mod hier? Muss ja alles alleine machen. Jetzt ist er weg. Oh nein. Jetzt kommen die ganzen Spoiler und so. Alle hintereinander. Der Mod ist weg. All diese Waffen. Ah, das lag nur an den Armen. Die Arme halten nämlich nichts aus. Haben wir noch mehr Steine hier? Kann man hier wieder so viel Sportdinger sammeln? Habe ich die ja nicht fotografiert? Sportling. Hier gab es früher ein bisschen mehr Sportlinge an diesen Dingern dran. Und die brauchte man auch, weil es eine Quest gab im BOTW, wo man 55 Stück braucht.